So, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Alle an Bord hier, außer Rosi. Sonntagmorgen haben wir. Ja, Rosi ist arbeiten oder fährt jetzt gleich. Die muss um 11 Uhr arbeiten. Und kommt erst heute Nachmittag wieder um 17 Uhr. Und ich fahre mit den Kindern jetzt auf den Kindertrödel, bevor Lamia einschläft. Die ist schon wieder müde. Und ja, so machen wir das, ne? Jana, oder hast du eine andere Idee? Ich habe gedacht, wir wollten heute Garten angucken. Wieder. Ja, machen wir heute Mittag. Achso. Mit Mama? Ne, Mama, die ist ja bis heute Abend arbeiten. Bis heute Abend schon? Mhm. So lange? Ja. Oh, was ist denn hier los? Rotes Kreuz, Jogger. Baba. Was ist hier los? Keine Ahnung. Hier ist heute ein Garten auf. Da können wir mal gucken gehen. Ja, aber jetzt nochmal dazu. Schon wieder vergessen, dass die Kamera an ist. Wir fahren jetzt zum Kindertrödel. Zu einem Kleinen, mal gucken, was da los ist. Dann fahren wir wieder nach Hause. Lamia hinlegen. Und wenn die ausgeschlafen hat, ist heute der zweite Teil vom Tag der offenen Gärten hier bei uns. Gestern waren wir schon unterwegs, habt ihr ja sicherlich gesehen. Und heute ist Tag 2. Da sind noch mehr Gärten auf. Dann fahre ich mit den Kindern mit dem Fahrrad ein bisschen Gärten gucken. Und heute Abend, wenn Rosi nach Hause kommt, wenn Mama kommt, dann grillen wir, ne? Ja, lecker. Machen wir den Grill an, lassen den Sonntag rausklingen, bevor ich morgen dann wieder arbeiten muss. Ja, das war's eigentlich. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir auf dem Trödel sind, aber jetzt im Moment habe ich nicht mehr zu erzählen. Bis später. Jetzt auf den Kindertrödel. Ja, und der liegt auf dem Spielplatz. Also da können Lamia und ich auch spielen. Ein bisschen. Stimmt? Mhm. Wenn Lamia noch fit ist. Bestimmt. Die billigsten, die da hier drin haben, sind 2,50 €. Ja. Ganz einfach. Ja. Okay. Hey, das ist mit Lamia. Aber was? Doof, ne? So, da bin ich wieder. Hi. Wir sind zu Hause. Lamia schläft. Und der Trödelmarkt war gut. Der Trödelmarkt war gut. Konnte nicht viel länger filmen, weil da alles voller Wespen war. Das war ein bisschen schade. Also, da waren ganz viele Wespen und ich war damit beschäftigt, die Kinder frei zu wirbeln und die Wespen von den Kindern fernzuhalten. Ansonsten war der Trödelmarkt super. War viel los, viele schöne Sachen. Ja. War ganz angenehm. Sind jetzt zu Hause, bei mir liegt im Bett und ich gucke mir so ein bisschen hier den Garten an. Die Tiere müssen noch gefüttert werden, das habe ich heute Morgen gar nicht gemacht. Und ja, das ist es eigentlich. So, hallo. Alle wieder da. Alle wieder da, Lamia wieder wach. Ich auch. Aber. Guten Tag. Aber. Was machen wir jetzt? Gärten gucken. Ja. Aber. Wir gehen Gärten gucken. Aber. Ja, Gärten gucken. Aber. Aua? Oh. Heute ist ja der zweite Tag, hatte ich ja gesagt, von diesem Garten, offenen Garten. Da gehen wir jetzt mal gucken, was es da gibt. Ne? Gucken, wie es endet. Mhm. Und danach sage ich euch, welchen Garten ich am besten. Wir hätten die Kamera aufladen sollen. Warum? Ja, warum lädt meine Kamera auf? Dadurch. Da, hier nicht. Da.
mit dem Kinderwagen nächstes Mal hier durchfahren. Kannst du bitte das gehen? Nein. Was ist da? Flugzeug? Ein Flugzeug. Flugzeug. Flug und ein Zeug. Das hat das Flugzeug. Na super. Guck mal, wie schön. Guck mal, die Sitzecke hier. Kann man auch gut sitzen, wenn man regnet. Wenn es regnet. Guck mal hier, die ganzen Hortensien. Ey. Boah. Hier kann ich mir gut vorstellen, dass hier viele, viele Wespen, Bienen und Hummeln sind. Ja, die sind überall da, wo die ganzen... Die sind auch bei uns. Ja. Die Leute haben meistens diese lilanen Dinger. Guck mal, der ist schön hier, ne? Ja. Guck mal. Die meisten Leute haben... Das ist ein Baum. Filmst du? Ja. Sind Äpfel. Und da hinten waren Pferde. Ja. Flugzeug. Tak, tak, tak. Festhalten. Festhalten. Guck. Oben ist ein Flugzeug. Sieht man das? Ja, nein. Aber die Lamia sieht ja, hier steht aber auch Flugzeuge. Und ich. Du auch? Nö. Ich stehe nach Hause, gehe ein Playmobil spielen. Ja? Oder noch einen Garten an. Oder noch einen Garten angucken. Macht Spaß, Gärten gucken, ne? Was? Macht Spaß, Gärten gucken. Mhm. Na gut, dann gehen wir jetzt mal ins Auto. Bei mir. Okay. Ja, tschüss. Hallo meine Hübschen, wir haben jetzt 14:15. Wir haben gerade Hangover geguckt und ich wollte mich noch mal auch kurz heute noch mal zu Wort melden. Und ich werde den ganzen Tag arbeiten und ja, jetzt gehen wir schlafen. Demnächst habe ich schon auf der Couch eingeschlafen. Bevor ich aber Tschüss sage, wollte ich noch eben die liebe Junikäfer grüßen. Sie wohnt in Abu Dhabi, glaube ich, ne? Genau, Abu Dhabi. So weit weg ist diese Zuschauerin. Und sie hat ein Baby bekommen, die kleine Lina. Ja, ich habe ja einen Kommentar gelesen. Die Kleine ist 51 cm groß und wiegt 3850 Gramm. Ja, wir wollten auf jeden Fall alles, alles Liebe für euch und die kleinen Maus wünschen. Genießt die wunderschöne Zeit mit der Kleinen, lernt euch kennen und ja, ganz, ganz liebe Grüße hier aus Deutschland und ja, wir freuen uns. Ich freue mich mal, wenn ich sowas höre. Ja, wie gesagt, viele, viele liebe Grüße an Abu Dhabi. Und vielen Dank, dass ihr uns guckt von so weit weg. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr und wollten ja einfach mal liebe Grüße nach Abu Dhabi schicken. Ich sag dann gute Nacht, bis morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Rosi's out.